Es muss eine Verschwörung sein. Ich finde hier nichts über Verschwörungen. Was war mit den Glühlampen? Was war mit den Attentaten? Was war das mit dem Zucker? Natürlich gibt es auch echte Verschwörungen. Aber die Wörter Verschwörung, Verschwörungstheorie, Verschwörungserzählung, es wird heute alles so oft verwendet, dass es schwer greifbar wird, was sie bedeuten, und es wird sehr schwer zu recherchieren, wo wie viele Fakten drin stecken. Eine Verschwörung ist ein Zusammenschluss von Menschen, die gemeinsam einen Plan geheim ausführen wollen. Oft ist der Begriff negativ besetzt, aber in der Geschichte gab es auch Verschwörungen, die Gutes im Sinne hatten. Gerade der Aspekt der Geheimhaltung macht Verschwörungen aber sehr anfällig dafür, erkannt zu werden, besonders im Nachhinein. Denn sobald einige Menschen involviert sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person ausplaudert, was passieren wird oder passiert ist, aus welchen Gründen auch immer, oder es gibt unvorhergesehene Ereignisse, die den Plan sabotieren. Mutmaßliche Verschwörungen von Welteliten oder Ereignissen, die viele, viele, viele Menschen betreffen, sind daher sehr unwahrscheinlich. Einzelne Verschwörungserzählungen bzw. dann Verschwörungstheorien können sich zwar als zum Teil oder gänzlich wahr erweisen, Weltverschwörungsmythen wie die der flachen Erde oder die der Reptiloiden gehören mit Sicherheit nicht dazu. Also, haltet eure Augen und Ohren offen, aber bleibt kritisch, reflektiert, skeptisch, einfach alles. Und das